Ja Leute, und somit herzlich willkommen zum nächsten Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ein bisschen crazy am Anfang, aber es muss auch mal sein. Und zwar, ihr habt zum Titel gelesen, heute wird Parfüm geraucht, ja, Marilyn Monroe. Huiuiui. Und ja Leute, Marilyn Monroe von Adalia. 13,90 € ready to smoke das Ganze. Hier könnt ihr den Schnitt sehen. Adalia typisch, hat sich nichts dran geändert. Ja, ready to smoke, braucht ihr nicht mehr anfeuchten. Und Marilyn Monroe habe ich letztes Jahr im Oktober auf der Berliner Messe geraucht. In einer Pfeife, aber ihr wisst ja selber, die Messepfeifen, da wird mit der Zeit alles drin geraucht. Ja, und nach ein paar Stunden ist da alles drin. Und ich fand es damals sehr, sehr krass. Ja, so blumig hier im Pink Princess und sowas. Rose Minze habe ich mich ja schon angefreundet, das ist eigentlich kein Problem. Aber der war Blume des Grauens. Ja, wirklich des absoluten Grauens, Freunde. Und da habe ich schon zu Nihat gesagt, nein, nee, den werde ich nicht rauchen. Ja? Und ich habe ihn jetzt trotzdem hier. Und im Internet habe ich mal noch ein bisschen nachgelesen, ja, was sagen die anderen Leute, was sagten die Online-Shops. Bei dem einen stand Blume, Geschmack, Blume oder so. Ja, ist natürlich sehr hilfreich. Bei dem anderen stand Rose, Zitrone, Minze oder so. Und da dachte ich mir, okay, komm, mach's mal auf. Genau wie bei Pink Princess ist ja vielleicht das Phänomen, dass er mega lecker ist, auch wenn es ja komisch klingt erstmal. Wir kommen mal zum Geruch. Marilyn Monroe. Also erster Geruch, sehr nice, muss ich sagen. Eine spritzige Zitrone im Vordergrund. Eine leichte Frische, eine ganz, ganz leichte Frische. Ja, und Blume, so rosig, rosenartiges, blumiges Geschmackserlebnis oder Geruchserlebnis ist so leicht im Hintergrund. Ja? Im Vordergrund habt ihr aber eine frische, geile Zitrone, was leicht frisch ist. Und ja, im Hintergrund bisschen blumig. Würde ich jetzt nicht erahnen, dass das Blume, Zitrone, Minze oder Rose, Zitrone, Minze sein soll. Ist auf jeden Fall schon mal nice. Ja? Wie gesagt, damals auf der Messe, da war alles drinne. Wer weiß, was ich da im Endeffekt geraucht habe, ist ja erstmal egal. Auf jeden Fall geht es heute um den Original Tabak, den ich im Kopf habe, Freunde. Geraucht wird mit der einen Aurora, mit meiner neuen Blizzard Bowl. Tonkopf Broad Phoenix, 3-Ton Kokotscha C26 Kohlen. Hierzu sage ich nichts mehr. Und wir kommen mal zum Rauchen, zum Geschmack. Ringe sind nice, ja? Ja. Und geschmacklich muss ich hier am Anfang sagen, wenn ihr einzieht, merkt ihr es mal, okay? Hier ist eine leichte Minzfrische am Start. Geht bis über den Kehlkopf das Ganze, also zieht sich jetzt nicht komplett rein. Macht das Ganze sehr fresh, muss ich sagen. Also sehr fresh, jetzt nicht von sehr minzintensiv, sondern das macht es einfach frischer ein bisschen. Ja. Minze ist ja immer dazu da, um das Ganze noch ein bisschen hervorzuheben, meiner Meinung nach. Ja, und dann wird es scary, Freunde. Ihr denkt, wenn ihr auspustet, bei euch ist gerade so, ich sag mal so, zwischen 39 und 44 eine Sekretärin vorbeigelaufen, die sich eingesprüht hat mit ihrem besten Parfüm des Grauens. Er denkt wirklich, drei Spritzer zu viel, oder? Also es ist wirklich parfümig, zitronig-blumig. Sehr, sehr komisch. In den ersten Zügen denkt ihr euch, hey, wo bin ich hier gelandet, ja? Also diese blumige Parfümnote ist hier auf jeden Fall relativ stark gehalten. Aber zum Glück ist die Zitrone und diese leichte Minze noch da, die das Ganze noch ein bisschen zusammenhält. Ich würde mal tippen, dass es hier so ein 20-80-Ding ist. Ja? Also 20 werden den ultra feiern und 80% sagen, ah, ist er nicht so meins. Beziehungsweise ich nehme mal nochmal 20% von dem ab, die sagen, kann man mal rauchen. Es ist auf jeden Fall, ja, was,
das hat schon nie geraucht, ja. Also du hast ja auch diesen Geruch von diesem frischlichen, blumigen, zitronigen Parfüm irgendwie, ja. Klingt komisch, klingt vielleicht für manche richtig räudig, Parfüm zu rauchen. Aber es ist okay. Es ist okay, ja, es wird jetzt kein Dauerbrenner, aber für zwischendurch mal was ganz anderes rauchen, was halt auch ein bisschen mit Zitrone-Minze verbunden ist, geht es klar. Es geht klar, aber es geht auf jeden Fall nicht täglich klar. Nee. Es ist mit der Zeit eine, in Anführungsstrichen, gute Kombination zwischen nicht zu viel Parfüm und dieses Zitrone-Minze ist auch noch da. Passt dann mit der Zeit. Ja, wie gesagt, am Anfang erschreckt ihr euch erstmal, dass ihr irgendwie, eine reife Dame hier irgendwo in der Nähe habt, die sich erstmal ordentlich eingesprüht hat. Ja? Aber mit der Zeit kommt diese Zitrone ein bisschen mehr zum Vordergrund zum Glück und dieses Parfümige bleibt, aber es wird wie gesagt noch ein bisschen abgerundet von der Zitrone. Wenn diese Zitrone nicht drin wäre, huiuiui, das wäre so ein Ding vielleicht einmal im Monat, wenn ich schlechte Laune habe, ja, und so ein bisschen Frau riechen will. Aber auf jeden Fall kein Dauerbrenner. Aber kurioses, witziges Ding, ja, es gibt mal eine leichte Probierempfehlung von mir, ja, Probier- und Kaufempfehlung. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich stehe eigentlich so ein bisschen auf ausgefallenes Zeug, mal ein bisschen was ganz anderes, außer Traube, Minz und so, was ich sonst so rauche, könnt ihr euch den mal holen, ja, 13,90, wie gesagt, Adalia ist schon längst wieder zurück, weil ich da noch viele Fragen kriege, kann man Adalia wieder rauchen und so, ja, könnt ihr bedenkenlos wieder kaufen und rauchen, Adalia. Ja, bin ich mal gespannt. Falls ihr den geraucht habt, schreibt es mir in die Kommentare, wie ihr den fandet, was ihr rausgeschmeckt habt, wie es euch gefallen hat, ja, ob ihr sagt, okay, eine Dose und nie wieder oder eine Dose, ja, ist okay, wenn sie leer ist, lege ich mir noch eine zweite zu, einmal im Monat oder so, geht uns auf jeden Fall mal klar, ja, damit ich mal wegkomme von Zitrone, Minze, pur, Traube, Minze, Orange, Minze, wie auch immer. Ich gehe mal davon aus, dass es natürlich jetzt nicht die breite Masse ansprechen wird, aber ich kann mir safe vorstellen, dass es für den Marilyn Monroe auf jeden Fall eine Käuferschaft gibt. Ja Leute, und in diesem Sinne bin ich auch schon raus. Wir sehen uns nächste Woche Donnerstag. Ich muss für nächste Woche auf jeden Fall vordrehen, weil nächste Woche ist die Inhuga in Köln. Kommt auf jeden Fall vorbei, Freunde. Ja, Donnerstag, Sonntag werde ich vordrehen. Und ich hoffe, wir sehen uns Freitag, Samstag, Sonntag oder nur Samstag oder nur Sonntag. Auf der Inhuga in Köln, Freunde. Kommt da gerne vorbei auf der X-Post. Falls ihr jetzt sagt, Digga, Inhuga? Was? Zieht euch mein letztes Video, also nicht mein letztes, mein vorvorletztes Video dazu rein. Kommt vorbei, ich freue mich auf euch. Und in diesem Sinne bin ich draußen. Haut rein, euer Shisha Schmidi.